Willkommen zurück bei Bounty Train. Ja, letzte Runde lief nicht so gut, läuft immer noch nicht so gut. Ich habe keine Motivation mehr. Nee, es passiert immer irgendeine Kacke. Hier geht andauernd was kaputt. Und nee, macht gerade keinen Spaß mehr. Gebe ich offen zu. Aber wir haben es angefangen, jetzt beenden wir das auch. So, jetzt hier. Kehre zu Mr. Stanford nach Louisville zurück. Wo ist denn Mr. Stanford? Ach, hier. Ja, das ist die Brosche meiner Frau. Wie hast du sie nur gefunden? Nein, antworte nicht darauf. Es spielt keine Rolle. Nun, ich stehe zu meinem Wort. Ich übereigne dir meine Anteile. Sehr schön, danke. So, wir kommen ihm wieder entgegen. So, jetzt gibt's wohl wirklich keine mehr im Umlauf. Glaube ich, hoffe ich. Ich hoffe jetzt tatsächlich, dass einfach nur noch hier so, ja, Auktionen sind. Deshalb machen wir jetzt auch einfach nur noch hier so Arbeiten zum Ansehen, also für Ansehen. In Cincinnati wird für 17 Tage eine Auktion abgehalten. Bäckerei machen wir, also nehmen wir. Wo ist Cincinnati? Da oben. Sind wir leider in die falsche Richtung gefahren, aber gut. Nach Cincinnati gibt's sogar was. Sehr schön, in 9 Tagen, das geht klar. Öl haben sie ja nicht zufällig da. Nope, dann ab geht's. In Cincinnati, ich weiß gar nicht, wie viel Ansehen ich da habe. 25, da müssen wir auch noch was machen. 17 Tage könnten eng werden. Wir nehmen die Kohle. Genau das ist auch, als ob das eine zum andere führt immer. Wie viele Tage denn noch? Das war falsch. 13. Ah, wäre möglich. Hier ist die Nahrung und jetzt noch eine Anlieferung wäre gut. Pelze, Stahl. Pelze und Stahl hätten wir. Haben wir aber nicht da. Oh, Kacke. Dann zwei Anlieferungen. Cleveland und Buffalo Böden funktionieren. Steht immer noch dieser Depp. Komm schon, das muss einfach reichen. Ich will diese Bäckerei. Ich will sie einfach. So, hier ist euer Tabak. Schmuck haben sie ja nicht da. Nee, leider nicht. Und jetzt geht's nach Cleveland. Der Hoffnung, der Bandit verpisst sich da jetzt. Aber 10 Tage sollten möglich sein. So. Jetzt können wir auch schon wieder zurück. Aber nicht in die Richtung. Hierhin, dahin, hierhin. So. 2 Tage. Geht klar. Nein. Alles gut. Danke. Geht weg, bitte. Player Unknowns Battleground hier.
Das können wir auch mal spielen. Ich glaube, das macht ziemlich Spaß. Mir wurde zugetragen, dass im Hauptquartier der konföderierten Armee Briefe eingetroffen sind, die angeblich nachweisen, dass sie für die Unionstruppen spioniert haben. Darin wird angedeutet, dass sie konföderierte Städte nur besuchen, um sie für die Union auszuspionieren. Es ist nicht schwer zu erraten, wer hinter allem steckt. Leider ist der Schaden bereits angerichtet. Ihr guter Ruf ist in den Augen der... Ja, danke. Es macht doch keinen Spaß, Leute. Es macht wirklich keinen Spaß. Und kann Angriffe verhindern. Heißt wahrscheinlich, wir werden jetzt immer angegriffen. Wieso haben wir jetzt plötzlich hier so viel? Ich verstehe es nicht mehr. Egal. Start 25. 25. Dass sie das immer so in die Höhe treiben müssen. Setzt doch auch nur 25. Boah, wir bauen uns hier ein Paradies auf. Ach komm, geht mal raus hier. Rocker, geh weg. Drew, du auch. Geht doch weg. Danke. Dankeschön. Ich weiß, ich zahle da immer viel zu viel, aber ist mir scheißegal. Es ist mir wirklich scheißegal. Ich will einfach was Witziges machen und irgendwie die Auktionen, die gefallen mir in diesem Spiel. Die sind toll. So, dann fahren wir nach Chicago, würde ich sagen. Wir nehmen jetzt einfach überall irgendwelche Quests an, so dass wir den Ruf praktisch mittragen. Hier steht auch schon wieder einer. Das ist so lächerlich. Die sind wirklich jetzt feindlich gesinnt. Das macht doch keinen Spaß mehr. Jetzt mal ganz im Ernst. Lokführer benötigt, will ich ja gar nicht. Ich hasse es, la 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 la. Ja, er ist tot, also ich habe ihn gerade noch geheilt, als ob er jetzt tot ist. Mann, ey, das ist zum Kotzen, ey. Dieses Spiel kotzt mich nur noch an, ey. Das ist doch lächerlich. Und wieso darf ich nicht zahlen, um dem seinen Scheißruf zu zerstören? Weißt du, er kann da alle bestechen und was weiß ich nicht alles, aber ich darf das nicht. Müssen wir immer noch in Augen behalten? Ach Scheiße, die Bäckerei haben wir auch nicht, oder? Natürlich, Kacke. Vor allem jetzt sind andere dabei. Wahrscheinlich wird's auch teurer. Bei meinem Glück. Nee. Wird sogar billiger, bisschen. Oh
Gott. Jetzt müssen wir noch echt schauen, wo welche Truppen sind. Konföderiert. Sind die gebettet? Was machen die hier überhaupt? Das ist doch alles hier heutige USA sozusagen. Vor allem überall, ich komme hier gar nicht mehr raus. Doch hier nach Pittsburgh würde ich kommen. Und wie können wir den Ruf wieder steigern? Sonst kann ich ja gar nicht mehr bei den Auktionen da mitmachen. Ich weiß auch nicht, ob ich in die Lager noch reinkomme. Also die greifen mich auf jeden Fall an, aber die Lager... Das testen wir jetzt gerade mal. Und zwar abbrechen und wir fahren nach Washington. Ne, die greifen auch an, okay. Schön und gut, aber ihr seid voll Idioten. Okay, wir kommen nur noch nach Pittsburgh raus. Aber hier sind ja überall Truppen, ganz ehrlich. Wie soll man da was machen können? Nach Pittsburgh? Gut. Immerhin das. Verstehe ich aber trotzdem nicht. Dass ich dem seinen Ruf nie zerstören kann. Ich kann gar nichts machen. Und hier habe ich immer noch das Zeug. Ah, nee. Scheiße. Hätte ich jetzt fast schon wieder verkauft. Hier. Och, kommt, ey. Nordstaatenlager, das sind die, genau, das sind unsere. Na, immerhin das kann ich. Also wir kommen nach Cleveland, Buffalo, Philly, Utica und so weiter. Nach Philly kommen wir, haben wir gesagt. 3 Tage dürfte kein Problem sein. Abfahrt. Scheiße, ich habe nicht geguckt, wie lange wir brauchen. Das könnte jetzt ordentlich in die Hose gehen. Oh, nee, klappt. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So, hier haben wir überall sehr gutes Ansehen. Aber irgendwie, hier findet ja auch keine Auktion statt. Die nächste Auktion wird wahrscheinlich im Süden stattfinden. Kann ich euch jetzt schon mal sagen. Atlanta, Detroit, das ist alles, wo wir eigentlich nicht rankommen. Das ist so lächerlich. Vor allem, wir waren eh schon im Minus und jetzt hauen sie uns da noch mehr Minus rein. Detroit würden wir kommen. Das wollten wir ja schauen. Detroit. Ah, nee. Oh Gott, wie sollen wir das denn schaffen? Wie sollen wir das schaffen?
So. Vor allem, wir haben hier überall schon eigentlich perfektes Ansehen. Wir brauchen hier nichts mehr. Walter Reed wird in Jacksonville, Mobile und Wilmington gesucht. Tot oder lebendig? Das ist doch echt ein Scherz. Oh Gott, und in Utica sind Brände ausgebrochen, aber da sind wir jetzt auch schon wieder zu spät. Ich weiß echt nicht mehr, was wir gerade machen sollen. Muss ich jetzt echt zugeben, wir können eigentlich nur noch warten. Wir können nur noch warten. Ja, gut. Das Problem ist, in die südlichen Städte können wir halt nicht mehr. In manchen werden wir sogar gesucht. Kann man mal machen, muss man jetzt nicht unbedingt. Ja, also. Nee, das wird wirklich sehr schwierig, jetzt da noch irgendwie voranzukommen. Das hätte ich nicht erwartet. Mit dem habe ich echt nicht gerechnet. Das wird noch richtig problematisch. Da waren die anderen Probleme, die wir bis jetzt hatten, eigentlich lächerlich dagegen. Alkohol wollen sie haben. Wir kommen nicht mal mehr zu unserer Schnapsbrennerei. Und hier mit irgendjemand sprechen, der uns den Ruf wieder gerade biegt, können wir auch nicht. Minus 30, minus 52, minus 88. Alter Schwede! Minus 85. Minus 85. Lächerlich. Gut, ja. Oh Mann. Ja gut, dann werden wir nächstes Mal schauen, wie wir weiterkommen. Ich hoffe, irgendwie kommen wir weiter. Es sieht schlecht aus zurzeit, aber gut. Bis morgen. Ciao.